Moin. Wie du siehst, ich bin draußen unterwegs und zwar in einem Nationalpark. Park ist das Nacentes oder so. Auf jeden Fall in Südbrasilien. Ja, Robert hat schon das Wasser geküsst. Ich hatte Zusammentreffen mit einer Raupe. Die waren meinem Bein dran und ich wollte sie wegmachen mit der Hand. Und dann hat es angefangen, an meiner Hand extrem zu brennen, wo ich sie berührt hatte. Ja, dann ist Ricardo, unser Haustier in Brasilien, losgelaufen und hat den Typ aus dem Park geholt, also einer von den Leuten hier. Der kam angerannt und meinte, ich muss sofort ins Wasser und muss versuchen, das abzuwaschen. Und wenn mein Hals anfängt zu kratzen, dann habe ich eine allergische Reaktion und dann müssen wir gucken, dass ich ins Krankenhaus komme. Aber alles gut, ich war im Wasser. Alles okay soweit. Und jetzt sind wir weiter einfach mal hier im Nationalpark unterwegs. Bleib dran, wenn du Bock hast. Das war so eine Raupe übrigens, die ich angepackt habe. Man sieht mir die Zerstörung an. Wir sind oben angekommen. Das war jetzt, glaube ich, das Anstrengendste, was ich seit Jahren gemacht habe. Hinter mir sieht man ein bisschen die Aussicht. Ich bin platt. Und ich habe mir, glaube ich, auch Blasen gelaufen. Es ging jetzt die letzten 3 Stunden so bergauf. So 4 Kilometer ungefähr. Kann ich mehr. Ich muss jetzt erstmal hinsetzen und gucken, wie meine Blasen aussehen. Ich kann mich gerade dran nicht richtig freuen. Alter, das war so anstrengend jetzt. Aber jetzt so langsam sind wir hier ein bisschen länger angekommen. Jetzt kann ich es auch wertschätzen hier oben. So ganz langsam. Ja. Ich habe mir trotzdem Blasen gelaufen leider. Ich weiß aber nicht warum. Ich zeige euch mal, wie meine Schuhbindung war, damit ihr wisst, dass ich halbwegs ordentlich hoffentlich gebunden habe. So habe ich sie gebunden. Hier oben rüber mit einer Schlaufe und so. Es war auf jeden Fall besser als sonst vom Binden her, aber trotzdem immer noch Blase gekriegt. Vielleicht brauche ich andere Socken. Falls ihr Tipps habt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. So, wir sind fast wieder draußen. Ich habe jetzt die letzten Kilometer auf jeden Fall, also drunter fast nichts gefilmt, weil ich mich darauf konzentrieren muss, nicht auf die Schnauze zu fliegen. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wegen den Schuhen und den Blasen schreibt mir mal bitte unten was in die Kommentare. Das ist Schmeißer. Und ansonsten, vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss.